Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genau, wieder eine kleine Runde. Let's Build Viva Pinata. Und ihr werdet mich ein bisschen schwieriger hören können. Ich bin gerade machen hier. Entschuldigung. Liegt halt daran, dass ich gerade ein bisschen weiter weg sitze. Und nicht daran, dass meine Stimme scheiße ist. Weil ich habe nämlich Besuch. Ja, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir Besuch von einem Kollegen. Wie heißt du überhaupt online-mäßig? Oh. Fängt schon super scheiße an. Ne, das war gerade scheiße irgendwie, dass du mich jetzt gleich so gefragt hast. Ja, ich weiß, ich bin auch richtig. Ich bin ein richtiges Arschloch. So. Ich hab noch keinen wirklichen YouTube-Account. Ne, du hast doch bestimmt Online-Namen immer, wenn du zockst. Genau, oder? Ich bin der Dengoku. Okay, wir nennen den jetzt Dengoku. Okay, Gartenspielen. Ihr wisst ja, Gartenladen. Und Small Feather. Lassen wir fehlen. Die letzte Aufnahmesession, die war ja voll für den Arsch. Und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Da haben wir ein paar Aufgaben. Wirst du gleich mal sehen, was Viva Pinata überhaupt ist. Genau, aber ich kenn's doch irgendwie überhaupt nicht. Ich bin einfach nur hier an. Ja. Ja, ich hab mich mal voll überfallen damit. Wir haben uns heute getroffen, hab ich gesagt, komm, nimmst du mich, nehm ich den gleich mit. Getroffen, so. Genau zwischen die Augen. Ja, das war schlecht. Okay, der war wirklich schlecht, ja. Okay, pass auf. Du hast halt hier Pinatas, die kannst du halt anlocken und Techtelmechtel miteinander halt hier, ne? Kannst du selber benennen und sowas. Und zum Beispiel haben wir einen Dragonfly, die haben eine komische Perry Bowls umgammeln und hast du gesehen, hast du halt noch Bäumchen. Ihr scheiß Mistviecher! Es fängt schon scheiße an! Raus da! Die haben immer solche Ninja-Fähigkeiten und können irgendwie durch diese Mauern durchglitschen. So, haben wir erledigt. Apropos, wir wollten ja jetzt ein Basenge bekommen. Und das Basenge kriegen wir ganz anders. Guck mal, jetzt haben wir den Elefant haben wir hier. Mit dem Elefant haben wir auch noch was vor. Hallo? Okay, was ist jetzt eigentlich der tiefere Sinn dieses ganzen Spiels überhaupt? Was ist da der, was muss man hier erreichen? Eigentlich im Endeffekt nur den Garten aufbauen, die Pinatas dazu kriegen, ansammeln. Das ist halt nicht so einfach. Die kommen, du musst halt bestimmte Sachen machen, damit sie halt hier erstmal überhaupt langlaufen. Pinatas nennt man einfach alle Lebewesen. Richtig, genau, sind einfach alle. Okay. Und dann musst du halt noch bestimmte Sachen machen, damit sie überhaupt in deinen Garten kommen. Dann musst du bestimmte Sachen machen, damit sie überhaupt im Garten bleiben. Und ja, das ist halt so Sinn der Sache. Und eine Sache, das Problem ist, wir können gerade nicht auf die Jagd gehen, weil die Dame jetzt gerade auf der Jagd ist. Für unseren zweiten Elefant. Also Elephant Miller in the Beat. Im Endeffekt mache ich in der Zeit nichts anderes als genau das. Ich fliege deutlich fertig die Gegend. Und erfreue mich daran, dass ich nichts zu tun habe. Dieser Typ bist du? Nein, das bin ich. Schade, das ist, also, wie sieht er fast so aus wie du in Real Life? Richtig. Hier mit mir redet. Ich werde hier voll unterdrückt. So voll die Übergießkanne. Einmal schütten, dann sind die Blüten immer geschlossen. Boah, sie schwebt in der Luft. Das Geile ist, was ich am liebsten mache. Das ist so. Ohne so einen Moment. Was ist denn los? Warum ist Elephant Miller außerhalb... Achso, das stimmt, die haben wir gerade weggeschickt. Und warum ist jetzt... Wer ist gerade gestorben? Ist das Chico oder Chico gewesen? Irgendwer ist gerade gestorben. Also du kannst die Tiere auch benennen. Ja, ich kann die Tiere auch benennen. Die meisten sind halt gefragt worden, ob sie so nennen, ob ich sie so nennen möchte. Wie Alexa zum Beispiel, der hat gefragt, ob ich den Namen geben könnte. Die Emma wollte auch unbedingt dabei sein. Nein! Oh mein Gott. Das ist ein Rowdy. Die Rowdy sind ganz schlimme Biester. Ich hasse sie!
Und was machen die? Die sorgen dafür, dass deine Viecher weggehen einfach. Nee, die machen meinen Garten kaputt. Okay, die trampeln die Blumen. Manchmal lassen sich Raubis für Schokomünzen entgegen bewegen. Das musst du halt die ganze bezahlen. Oh mein Gott, ich bin ein Raudi, ich hab schon mal Blumen kaputt getreten. Voll scheiße. Deswegen hab ich eigentlich. Nein, jetzt gehst du nicht da lang! Jetzt machen sie genau das, was ich hasse wegen diesen scheiß Raubwollen. Ich find's lustig, wie die geht. Pass auf! Jetzt, ich hab ihn extra bezahlt, weil sie machen immer das hier. Und haben ich hab ihn gerade dahin gekackt? Nee, er spuckt die ganze Zeit dahin. Und ich habe das extra gemacht, damit ich habe ihn bezahlt, damit er nichts in meinen Garten zerstört. Jetzt habe ich 2000 Münzen dafür hergegeben, jetzt zerstört er trotzdem meinen Garten. Ha, der denkt sich so, 2000 Münzen, danke, und jetzt macht er den Garten trotzdem kaputt. Richtig. Total bescheuert. Man soll eigentlich... Oh, das war falsch. Kannst du dir nicht verprügeln und sagen, Alter, nein, spuck mich in meinen Garten. Es gibt normalerweise, kannst du dir Wölfe dazu holen. Und die Wölfe sollten eigentlich dich dann beschützen. Sie sollen anfauchen und dann ist gut. Passiert aber nichts! Sind die Raudis die einzigen Gegner, die da kommen könnten? Oder kommen da noch irgendwelche Digger, Big Mac-Leute? Es kommt noch Dr. Pesta, der ist am beschissensten. Wie bitte? Dr. Pesta? Ja, Dr. Pesta. Verfickter Fickfuck. Nein! Das war sehr geschmackvoll ausgedrückt. Fick! Scheißding! Ich hasse dieses Viech. Andere benutzen so eine Fliegenklatsch. Nimmt eine Schaufel. Na gut, normalerweise sind die Fliegen auch nicht so groß, ne? Wer weiß, wo es solche Riesenfliegen gibt. Mir gefällt die Blumenuhr da oben. Zack, 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 zack. Hä? Blumen? Die Blumenuhr da oben. Achso, das, ja. Ist auch gleichzeitig unsere Lebensanzeige, wollte ich gerade sagen. Lebensanzeige? Ja, auf jeden Fall. Die Zeit läuft ab. Ja, unsere Levelanzeige. Guck mal, schönes Ding. Was ist das überhaupt nochmal? Orchideensamen. Mir gefällt das Boing-Geräusch, als wenn es macht. Boing, boing. Boing, boing. Warum haben wir schon wieder einen Burn hier? Verpiss dich. Ob. Ist doch sowas wie eine Schnecke. Es ist. Alter Scheiße. Mann! Estolan! Du hässliches Vieh! Oh, da müssen wir unbedingt was verkaufen. Nein! Warte! Nicht! Hör auf! Das ist irgendwann zu viel, dann meckert der Garten wieder rum. Oh, Scheiße. Alter, Estolan, du sollst hier raus. Kaufen. Raus jetzt, sofort. Diese scheiß Ninja-Fähigkeiten immer von euch. Pack's nicht mehr. Du kannst fliegen. So, Wer ist eigentlich diese Tante da, die da jetzt rumläuft? Ja, das ist die oberwichtige Lieferzeit. Halt. Die hilft dir am Anfang, hast du nicht gesehen, die ganze Zeit. Ja, ich kann mir schon denken, wobei die hilft. Alter, kleine Radi, du. Okay, kommt aber an, worum ich weiß ja nicht, was du meinst. Weil ich halt sagen, es kommt doch an, was ich jetzt also meine. Also ich meinte Gartenarbeit. Ja, ja. Die krümmt keinen Finger. Ich weiß ja nicht, was du hattest. Ich meinte nur, dass die Gartenarbeit dir helfen könnte. Ja, nee, ist klar. Ich habe auch Gartenarbeit. Aha. Den Rechen mal ein bisschen schwingen. Er beschuldigt mich als, dass ich versaute Gedanken habe, aber er geht da gleich viel weiter ran als ich. Ich glaube, er hat keinen Bock mit dir zu reden. Ich bin gerade nur begeistert immer von diesem. Das ist so geil, der furzt, ne? Dieser Elefant furzt und schnuppert selber dran und dann fängt er an zu husten. Wie bitte? Der furzt und schnuppert an seinem Hintern? Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie er das guckt. Wann hat denn Herzen oben drauf, der ist bereit für einen Techtelmechtel. Alter, guck mal, voll zerquetscht hier. Was macht denn der da? Staubsauger, der den Boing. Rasen gerade? Keine Ahnung, was er mal gerade macht, aber wir brauchen unbedingt noch einen, damit wir zu einem Techtelmechtel übergehen können. Aha, damit du wieder deine perversen Gelüste ausüben kannst. Oh ja, ich wollte schon immer zwei Elefanten rammeln sehen, ey. Vor allen Dingen Alter, was war das? So ein Erdbeben, er hat sich schlafen gelegt, okay? Das war mal eine kurze Suche. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Und zwar warte ich jetzt darauf, dass die Dame zurückkommt. Du hast in deinem Garten eine Disco. Derbe, oder? Jau. Aber sieht voll dumm aus da drin. VIP. Finde ich gut, das Schild. Sieht voll scheiße aus da drin. Also eben war es dunkler. Und was machen die da drin? Schlafen. Ist das sowas wie ein Pärchentreff? Ne, das ist so der Schlafplatz für die, aber die müssen... Alter! Auf dich jetzt mal schlafen zu legen. Dann können sie auch da drin Techtelmechtel machen und sowas. Der Elefant geht da auch rein.
Ja, nicht. Das hat dieses bescheidene Häuschen hier. Oh ja, der Eingang ist ja fast so groß wie er. Ja, wird aber kleiner. So, pass mal auf. Wir brauchen diese Perry Bowls nicht mehr. Wozu sind die denn gut? Ja, die wollte ich eigentlich dafür benutzen, um ein bestimmtes anderes Pinata anzusammeln. Aber dieses Pinata kommt nicht wegen denen, sondern wegen was anderem. Und das müssen wir erstmal mit einem anderen Pinata anlocken, den wir auch erstmal kriegen müssen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe die Hälfte verstanden, aber ich bin auch manchmal einfach nur ein bisschen... Ja, Nick einfach nur und sag, hast recht. Also Nick gucke ich im Fernsehen. Oh mein Gott, heute bin ich so flirrt. Das ist unglaublich. Da merkt man erst gerade, wie viel Niveau ich eigentlich in meinem Spiel immer raushaue. Wo ist denn das überhaupt? Kenn ich das? Kann man das essen? Das müsste irgendwo in Wildmanns Gehilfenhausen liegen. Wildmanns Gehilfenhausen? Ey, das kenne ich, da wohne ich. Das haben wir klar. Wieso habe ich jetzt noch einen Perry Bowl? Guck mal, der träumt von lauter Zweien da oben. Witzig wäre ja, wenn man so einen Traumblasen hätte, über den sehen können. Das wäre geil. Vielleicht wäre es auch nicht unbedingt... Ja, natürlich ist das geil, was du denkst, was die Tiere träumen. Alter. 21, 22, jetzt habe ich es wieder. Antippen. Komm mal runter. Aber kannst auch Bäume fällen? Sag mal so, du hast schon eine halbe Gartenausrüstung dabei. Ja, ich kann, also mit dem hier habe ich gleichzeitig eine Hacke. Kann ich also hat die Schaufel ein Gesicht? Finde ich gut. Ja. Ich habe mich gerade so komisch angeguckt. Ich gerade so, Perry Bowl. Oh, scheiße, das sieht dann nicht so voll hier. Hat die eine Augenklappe? Ja. Haben die alle das, die, oder haben nee, die... er braucht eine Augenklappe, damit er sich die Mächte bereit ist. Er ist total sinnlos. Achso, Piraten sind also anziehender. Für sich selber, ja. So, okay. Und ich will jetzt eigentlich mal die ganzen anderen Perry Bowls. Ich habe 5 Stück davon. Erst 3 kann ich verkaufen. Was musst du vorhin haben? Den muss ich behalten. Und den muss ich behalten. So, alle Perry Bowls, die ich jetzt finde. Da ist noch ein Perry Bowl. Ein Totem. Finde ich cool, wie es aussieht. So. Haben wir noch irgendwo ein Perry Bowl? Womit startet man hier eigentlich zu Anfang? Ich meine, du hast ja gleich am Anfang hier diesen Open Mini Zoo gleich so am Anfang. Guck mal. Das ist Galagugu. Eine süße Mieze. Ich mag Katzen. Galagugu heißt das Ding. Du hast im Endeffekt eine staubtrockene Landschaft, ganz klein. Ah, noch gar nicht farbenfroh und fröhlich. Noch gar nichts. Ja, super. Wir haben einen Mod Drop, den brauchen wir ganz dringend. Ich verkaufe den mal wie blöd. Diesmal verkaufe ich den nicht. Das ist best, was jetzt gerade passieren konnte. Vor allem Galagugu ist noch drin, weil Galagugu muss den Mod Drop fressen. Ja, so brutal ist das Spiel. So, das ist eigentlich das meiste, was ich hier mache. Den Garten hier aufräumen. Sind diese roten Kugeln Lebewesen? Nein, das sind Samen, um das hier rauszukriegen. Aber die sind eigentlich giftig. Aber die geben halt unglaublich viel Kohle. Und das Geld brauchst du, um... Andere Pinien, um halt Sachen zu kaufen. Hast du gesehen. So, wo ist denn der Mod Drop? Halt mal mit, mal. Mod Drop. Komm mal bitte hier, ne? Das ist nämlich Galagugu, der muss dich fressen. Ich bin zufrieden damit. Galagugu, das ist ein Mod Drop. Der guckt so, ich sehe es ja auch, ist mir vollkommen egal. Ich gehe mal fröhlich hier lang. Weil die dicken Augen. Ja, es ist halt Tag jetzt, haut es wieder ab. Der kommt halt nur nachts. Scheiße. Da machen wir so Angst, Alter. Ich bin halt voll süß. So, die beiden Terry Bones, die ich behalten muss. Die anderen Perry Bowls. Da ist ein Perry Bowl. Ist kein Voll. Du kannst sogar ein behindertes Schwein hier kaufen, weil es gezüchtet mit einem. Inwiefern denn behindert? Und zwar ist es gekreuzt, ein Schwein mit einem Schwan gekreuzt. Kann halt nicht richtig laufen, das Hund wird halt die ganze Zeit nur so und fliegen kann es auch nicht richtig. Ein Schwein, ich weiß, ein Schwein. Ein Schwein, oh mein ist Gott, Schwein. Bitte? Ein Schwein. Und was bringt dir das Vieh denn? Damit kannst du einen Wolf anlocken. Und der soll was machen? Der soll deinen Garten verteidigen oder was? Den das fressen, dann hier bleiben und eigentlich meinen Garten verteidigen. Gegen diese Rüpel aber. Genau, gegen die Rowdies. Die deine Blumen zertreten. Was harmloses und deinen Teich vollspucken.
Ich meine, machen wir auch jederzeit. Ja, mach ich auch. Immer wieder. Total bescheuert. Nur wenn ich in den Garten gehe, dann. Oh, der hat einen Garten. Mhm. Immer reinspucken und Blumen zertreten. Yay. Ja, keine Hobbys. Ich muss mal kurz da auf Schließen drücken bei dem Fenster. Nein, nicht da. Genau bei dem. Ja, ich weiß nicht. Dankeschön. Ja, ich hab nur gedacht, vielleicht machst du Aufnahmepause und sowas. Das wäre relativ uncool geworden. Das wäre typisch gewesen. Sofort wäre ich bei der Aufnahme als Gastkommentator und sofort die Katastrophe. Ja. Das kann ich ja gerne. Ja, wir haben hier schon einiges hinter uns. So, ich warte immer noch darauf, dass die komische Jägerin mal zurückkommt. Ist die denn schon da? Nee, ist noch nicht da. Jägerin? Ist das diese Frau, die da rumlief? Nee, das war die nicht. Das war eine andere. Ja, ich bin Jäger. Wir haben nichts Neues. Ich finde gut, wie er den Link rumwandaliert hat. Ja, ne? Das ist meistens am geilsten. Finde ich gut, ne? Immer so, komm da raus. Das ist voll die Zicke, sag ich dir. Komm rein, ich das Geld da und dann? Nee, hat nur Spaß. Ich find's gut, wie die Bewohner hier aussehen. Alle so bunt. Ich mach keine Geräusche. Hat die irgendwelche spastischen Anfälle mit ihrem Arm eben gerade gehabt oder irgendwie hab ich das noch falsch gesehen? Ich hab keine Ahnung. Du willst schon wieder gehen? Bist du sicher, dass das alles ist? Ich denke mit so einem blöden Spruch an. Will man den blöden Spruch haben? Blöder Spruch? Okay, ja, Phrasen, Digga! Was haben wir hier? Weil das ist auch eine richtige Pisthand. Oh, ich bin ja sehr motiviert, ey. Ja, das ist total. Ich finde das Outfit von der cool. Die hat einen Fisch auf dem Kopf. Und einen Goldfisch, das finde ich okay. Und das fällt immer wieder, als er dranhauen will. Oh. Da wirklich da drauf. Ja. Bald. Tschüss. Wenn du meine Eltern siehst, sag ihnen, dass ich irgendwann auch mal nach Hause muss, um zu schlafen. Die ist voll hoch motiviert hier, ey. Und Papiertiere? Was ist das denn? Ja, das sind halt die Schafe und Schweine und Kühe und sowas. Was macht die jetzt zu Papiertieren? Ich hab Pinatas halt. Papiertiere. Ich kann absolut nichts von diesem Spiel, deswegen musst du mir sagen, normal spiele ich männlichere Sachen. Nein, so würde ich das nicht unbedingt sagen, aber. Schnetzel-Games oder sowas, da nenne ich die erstmal so grobmotorisch. Hack and Slay! Hack and Slay, genau. Ah, die haben ja auch voll gekotzt. Nicht. Ist das der gleiche Elefant noch? Wieso ist der jetzt schwarz? Das ist ein anderer Elefant. Den könnte ich jetzt hier reinholen, aber es ist sau scheiß schwierige Arbeit, so einen Elefant reinholen, deswegen lasse ich mir gerade an die Ahnung. Das dauert okay. Ewigkeit, weil ich nicht mehr expect. Aber jetzt haben wir es verpasst. Er hat gerade sich angefurzt. Haben wir es verpasst. Der große Moment dieser ganzen Folge war das. Ja, das ist immer der Highlight. Und wir haben es total verpasst. Mein Gott! Oh Gott, wie süß! Schmetterlingsküsschen. Ich kann dir auch Schmetterlingsküsschen geben. Nein, nein! So, wir haben gerade wieder nicht viel zu tun. Das ist natürlich optimopti. Sehr produktiv auf jeden Fall. Wir könnten mal ein paar Sachen verkaufen, haben wir heute noch nicht gemacht. Müssen wir wieder an Kohle. Ich war bei 80.000 Schokomünze. Ich bin hier nur bei 6.000. Gut, ich war letztens noch bei 40.000. Natürlich noch weniger. Ist das so ein Endless-Game, dass man da bis zum geht nicht mehr alles mögliche seinen Laden so weit erweitern kann? Oder hat das auch eine Grenze? Ich glaube, es hat irgendwann, also Level hat es irgendwann eine Grenze. Natürlich gibt es nicht unendlich viele Pinatas, das ist auch klar. Die hast du auch irgendwann alle gefunden. Es ist ein langes Spiel, aber kein Endless, also nicht so Minecraft-Style halt. Ne? Naja, natürlich nicht. Ja, also ein Spiel, also ich finde es gut, ein Spiel lang zu sein. Da hört man mir länger was davon. Richtig. Ich finde ja keinen Spaß. Oh, bei Spielen geht es um Spaß. Ja. Yeah. Ich bin so ein Orakel heute. Meine Güte. Nackt überleben. Wenn ich überlege, ich habe 69. Auf mit der Kamera, so mir wird schlecht. Ich hasse dich. Den will ich haben. Ja. Um den zu kriegen, muss ich ein anderes Pinata hierher kriegen. Aber ein anderes Pinata hierher zu kriegen, muss ich ein anderes Pinata umwandeln. Das ist ja voll scheiße. Ich habe alles verstanden. Und Kid Pedo Titte. Wie bitte? Ja, das waren zwei Leute. Hat einer, nenn ihn Pedo Bär. Und dann nenn ihn Schwingtitte. Onkel Pedo Titte, finde ich gut. Hab ich Onkel Pedo Titte genannt. So, die Pinata hat einen Pinata gefangen. Bombe. Was hätte sie sonst fangen können? Hey,
sensiblen Sinnesorgane habe ich gehört. Wie versprochen, ein Elephant. Das heißt, du kannst gleich einen Trick für mich verwenden. Ich beneide mich selbst. Das ist schon aufgeregt, ne? Auf jeden Fall. Das ist der Höhepunkt meines Tages. Des Lebens, Digga. Des Lebens. Naja, nicht so übertreiben. Ich find's gut, wie die aussieht. Die hat irgendwie so... Ich find's alle gut, wie sie alle aussehen. So ein Sparrow, mein Baum war. Ja, leider würdest du damit verprügeln.